Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Markus 7, Vers 22. Dieser Abschnitt ist für ungeistliche Menschen abstoßend. Er ist im höchsten Maße geschmacklos. 9 von 10 Menschen glauben diese Aussage nicht, weil sie in einer gewaltigen Täuschung über das menschliche Herz leben. Nun, Oswald Chambers, der das gesagt hat hier, kennt meine Gemeinde nicht. Dort sagen 9 von 10 Menschen: Wir sind neue Kreaturen, neue Menschen, aber jeder ist behaftet noch mit Altlasten. Dir fällt auch bestimmt dieser Vers aus, sagen wir mal 1. Korinther 5, Vers 17 ein: Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wie liest du ihn dann? Das Alte ist fast alles vergangen und bald ist alles neu geworden. Ich sitze gerade im hinteren Garten auf dem Boden, also auf der Isomatte oder wie das Ding heißt, und mit geradem Rücken und einem Becher Kaffee und im Schatten, im kühlen Schatten unter Bäumen. Ich muss sagen, der Kaffee schmeckt gleich viel besser. Im Alten Testament formuliert der Prophet: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein anderer Prophet beschreibt die Reinigung des Herzens wie durch ein Feuer in so einem Schmelzofen. Der Christ des 20. Jahrhunderts sagt, nee, des 19. Jahrhunderts: Wir mögen doch unser Herz Christus übereignen, damit er es mit dem Heiligen Geist erfüllen kann. Ich habe hier in meinem Kaffee einen Zuckerersatz, der 100% frei ist von Kalorien. Und ich merke gerade, hier in der Nähe der Bäume zu sitzen, ergibt ganz viele Tiere, die dann kleine Stiche in meine Haut machen und dann juckt es überall. Ich werde den Ort wohl wieder verlassen müssen. Und wenn ich diese Tierchen, die mich gestochen haben, nicht mit kaltem Wasser gut abdusche, abwasche, hält das Unbehagen noch sehr lange an. Das Wetter ist heiß und diese Tierchen scheinen vermehrt vorhanden zu sein. Jetzt sitze ich nicht mehr in der Ordnung der Natur, die irgendwie auf uns friedlich wirkt, sondern wieder nahe meiner Häuserwand, naja, wo der ein oder andere Sack von Torf natürlich auch liegt, der noch nicht geleert ist, und natürlich auch die schönen Tomaten und die schönen Blumen. Wie anders sprechen Christen vom Kreuz Christi, durch das wir mitversetzt sind in himmlische Regionen, erneuert sind, mit Liebe den Nächsten, den Feind umgeben, mit dem wir mitleiden an seiner Unversöhnlichkeit, und umgeben von Menschen, die unsere Nähe suchen, weil sie etwas abhaben wollen von dem Heil, das Christus uns geschenkt hat. Nee, jetzt muss ich mich zurückziehen in Räume, die dunkler sind und kühler. In Räume, die dunkler sind, damit ich nicht so oft frequentiert werde von anderen Menschen, die mich vielleicht herausfordern und ärgern. Und muss mit einem kleinen Lichterschein durchs Fenster arbeiten oder schauen. Weil ich eben mit Christus eben nicht Licht bin und auch nicht im Licht lebe. Hier im Haus, im Obergemach, sage ich mal, mit den geöffneten Fenstern und dem leichten Durchzug, ist natürlich schon ein
besseres Leben. Und so können wir das natürlich genießen. Aber es ist nicht das Ziel.